und herzlich willkommen hier zurück zu Workers and Resources Soviet Republic. Mein Name ist Ed, ich begrüße dich ganz herzlich. Schön, dass du wieder den Weg hierher gefunden hast. Und wenn dir das Video gefällt, sei so freundlich, hinterlass ein Däumchen. Damit hilfst du mir und machst mich damit natürlich auch glücklich. Und willst du dann nichts mehr verpassen? Einfach das Abo dalassen, Glocke aktivieren und du bist immer up to date. Und ja, verpasst nie wieder ein Video von mir. Vielen Dank. So, meine Freunde, beim letzten Mal haben wir dieses Viertel hier fertig gebaut. Im Großen und Ganzen zumindest. Heute sehen wir mal zu, dass wir die ersten Trams draufkriegen. Müssen wir natürlich schauen, wie wir das am besten machen, von wo wir das machen. Wir könnten die natürlich holen. Ich guck gerade mal, wo wir die holen. Von hier ganz hinten, glaube ich, könnte das gehen. Der ist da angeklemmt, der könnte durchfahren, theoretisch, aus dem großen Depot. Lass mal gucken, was wir da so haben. Strom, was ist denn das hier für ein Ding? Das ist nichts Wirkliches. Zugverband, Triebzug. Wir könnten auch versuchen, wie lang ist der Triebzug? Vielleicht passt der ja rein. 210 Passagiere. 295. 105, der ist schneller. 120 bei 416. Und das ist leider ein Dieselzug. Wir haben es ja momentan, deswegen... lass uns mal schauen, ob das irgendwie klappt. Dass wir die jetzt hierher karren. Ob das von der Länge her passt. Warte mal, hier ist kein Problem. Oh, das klappt sogar. Wie gesagt, wir warten mal ganz kurz. Warte mal, hier ist nur Entladen. Beladen wird hier nix. Hier ist nur Beladen. Genau, und hier ist Entladen, alles klar. Wir warten mal und schauen mal, was passiert. Ob der da reinpasst oder nicht. Der müsste eigentlich schon losgefahren sein. Also die Strecke hier ist Wahnsinn, das ist übel. Ist er das? Nee. Wo ist er denn? Ist er schon raus? Oh, ein Gebäude brennt. Okay, ihr müsst eigentlich die Feuerwehr rankommen. Ich hoffe mal. Dass da zügig reagiert wird. Wenn nicht, werden wir es ja sehen. So. Mal rauszoomen. Wo denn der Kumpel schon ist? Ist der vielleicht schon hier? Das glaube ich eher nicht. Der hat einen langen Weg vor sich. Ist der das hier? Nee, das ist er auch nicht. Wo kommt der? Ah, alles fährt langsam. Hier haben wir die Strecke auch noch nicht fertig gebaut. Ach. Schau an. Wir haben hier ja mal so einen kleinen Sputnik hier. Ah, fahr aus der Dings raus. Was er nicht tut. Ah, ich hasse es, ne? Okay. Mal ganz kurz. Ah, du fährst mal. Ja, du bist ein Held. Komm, fahr einfach weiter. Ja, zack. Okay, zack. Und jetzt. Okay, jetzt klappt das wieder. In Ordnung. Ich glaube, das war nämlich unser Zug. Ja, jetzt fährt er hier rum.
Ist auch Wahnsinn, diese 8 Streckengleis da, das ist übel. Na, jetzt fährt er hier lang. Und jetzt fährt er da lang. Sehr schön. Jetzt fährt er hier. Jetzt bin ich gespannt, ob er da reinpasst. Wenn nicht, nehmen wir doch Trams. Halt. Passt nicht rein. Ach, das ist ärgerlich. Okay, schade. Okay, dann müsste ich dich leider verkaufen. Ich hätte es gedacht, es hätte vielleicht passen können. Dann müssen da dementsprechend halt Trams fahren. Hilft nix. Straßenbahn. So, was haben wir denn da? Wir haben bestimmt ganz coole mittlerweile. 203 Passagiere. Tatra. Die hier. 50, 65. Ist nicht die schnellste leider. 60. Aber die kann am meisten wegkarren. 65. 172. Tram T3. Wird die hier schon mal ganz gerne sehen. Oh nee, die sieht. Okay, die sieht hässlich aus. Die lassen wir gleich mal. Nee, die geht gar nicht. Was mit der hier? 60 und 75. Die sieht auch irgendwie hässlich aus. Die hier, 75 LM. Okay, die T3 SAP. Okay, dann machen wir es mal so. Alles klar, bin mal gespannt, wie wir die durchgewurschtelt bekommen. Okay, die passen definitiv hier rein. Beladen. Beladen, entladen, beladen, entladen. Okay. Mach mal. Lass mich mal gespannt. Da fährt er. Gucken, ob wir die durchgeschleust bekommen. Bin ich gespannt. Na, Autosave, danke. Ah, hier vorne wird es wieder kritisch werden. Aber im Großen und Ganzen klappt es ja hier. Nur ab und zu ist ein bisschen zickig. Dann muss hier durch, ne? Genau, dann muss hier durch. So, okay, der muss jetzt hier warten. Der wartet auch, das ist in Ordnung. Aber die sind alle hier auf Halde, weil wir es gerade nicht brauchen, das Zeugs. Mal gucken, ob der jetzt fährt. Fährt durch, weil es frei. Letzte Chance zum Kauf. So, jetzt. Alles klar, da ist er. Okay. Stopp. Wo ist er jetzt? Warte mal, die nimmt jetzt den langen Weg auf sich. Ihr wisst ja, ich versuche immer so wenig wie möglich Dings zu bauen, diese Fahrzeugdepots. Vollgas. 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 Dauert natürlich, bis sie jetzt da alle oben ankommen, aber ich denke mal, das kriegen wir hin. Okay.
Immer noch nicht? Ist immer noch nicht frei? Jetzt kannst du. Okay, alle raus. Alle sind unterwegs. In der Hoffnung, dass die hier auch gut durchkommen. Okay, klappt. Klappt gut. Hier ist noch zu wenig, ne? Hier ist echt zu wenig los. Hier müssen wir auch nochmal erweitern. Okay, hier ist wirklich voll. Okay, da kommt der nächste. Ich glaube, das war's jetzt. Von den ganzen Trams. Oh, neue Autos. Die sind natürlich jetzt, Feuer gelöscht, sehr gut. Hat schon ein bisschen Schiss gehabt. Die sind natürlich jetzt ein bisschen lange unterwegs und jetzt ist hier auch gerade irgendwie fetter Stau, weil... Wo ist denn das Problem jetzt? Ach, Leute. Kann's gerade nicht fahren. Weil er irgendwas blockiert. Dadurch blockieren natürlich auch die Busse. So, okay, fahr mal. Jetzt muss die Tram da durch. Okay, die muss jetzt warten. Jetzt kommt die andere Tram von da hinten schon angeschissen. Ja, ich sehe auch, warum das Problem ist. Jetzt kommt der da nämlich an. Weil... die hier nämlich mittendrin festhängt. Deswegen. Okay, machen wir mal anders. Wir nehmen das mal vorübergehend weg. Wir nehmen das auch weg. Fahrt mal vor. Auf eure Position. Kommt der nächste. Fahr vor. Okay. Warte. Fahr durch. Jetzt hängt er hier wieder fest. Das ist ja echt eine blöde Ecke. Junge, komm, fahr doch einfach. Mein Gott. So, okay. Da ist jetzt hier irgendwie Stress. Ja, du bist so echt besoffen, ganz ehrlich. Was ist denn los? Die ganze Zeit funktioniert es und jetzt habt ihr hier Stress. So, hier ist Stau. Okay, ich muss mal warten, bis sich das jetzt hier gerade gelegt hat. Moment. So, okay. Der fährt wieder raus. Das ist in Ordnung. Das wird sich jetzt entstressen. Ja, du kannst jetzt auch fahren. Musst du die begrenzen. Ah, sehr gut. Ach, hier fehlt... Ja, okay. Ja. Das ist ja ein etwas längeres. Ach, da kommt noch einer angeschissen. So, ich hoffe, dass das gut funktioniert. Jetzt brennt hier wieder ein Gebäude. Ich werde wahnsinnig. Okay, ja, eigentlich müssten die schnell hier sein. Ich hoffe. Heute mal ein bisschen Kontrollarbeiten sozusagen. Muss ja auch mal sein. Muss das Ganze ja auch mal hier im Blick haben. Gucken, ob das alles so klappt. So, null Arbeiter, das ist schlecht.
Null Arbeiter, das ist schlecht. Ihr dürft gerne dorthin gehen. Warum? Ihr nehmt eine Menge Studenten mit, aber keine Arbeiter. Was ist los mit euch? Ach, wir haben hier noch... Natürlich. Logisch. Wisst ihr warum? Wir haben hier gar keine Leute. Deswegen müssen wir die Leute auch ranholen erstmal. Ich habe ja hier gebaut, ohne dass ich die Leute hier ran habe. Deswegen sehen wir mal zu, dass wir jetzt die Leute hier mal in Lohn und Brot bekommen. Ganz schön teurer Spaß hier, die Leute ranzubekommen. Aber das Ding ist voll. Hier haben wir nochmal so ein großes. Okay, den haben wir auch gefüllt. Aber jetzt müsst ihr gleich der Punk abgehen. Eigentlich. Na komm. Ah, jetzt sieht die Sache doch hier gleich ganz anders aus. Feuer gelöscht. Hervorragend. Hier ist ein bisschen viel Stau, ne? Ich finde, dann sollten wir vielleicht nochmal ein paar mehr Stops reinsetzen. Vielleicht ein bisschen zu viel. Okay, das hier ist nicht so gut. So, es ist nämlich nicht so schön, dass die hier die ganze Zeit... hier warten. Das gefällt mir nicht. Okay, jetzt muss er da... Ich muss wirklich da noch ein Signal hinsetzen. Ich will irre. Ja, jetzt fährt der andere. Das sind etwas größere Blöcke jetzt. Ist natürlich nicht so optimal, aber ich kann hier leider nichts hinsetzen. Deswegen muss der jetzt immer warten. Okay. Das klappt aber. Also hier ist richtig Betrieb jetzt. Ich hoffe, dass hier auch ordentlich was transportiert wird. Nee. Fünf Arbeiter, das ist ja echt ein Witz hier, Leute. Leute, ihr sollt ja marschieren, ihr sollt ja hingehen. So, hier kannst du arbeiten gehen, wo du willst. Das interessiert mich nicht. Du kannst hier überall arbeiten gehen. So. 7,77%. Wie sieht's hier aus? 54. Jetzt kommt da mal ein bisschen was. Okay, leer gesaugt. Sehr gut. Nächste Tram kommt. Okay, wir werden noch ein paar Stops einbauen. Moment. Ja, die Reihe und die Reihe nochmal. Und hier ist... Warum fährt denn der jetzt hier rein? Was hat der hier zu suchen? Der ist doch doof. Der ist doch Humbug. Junge. Du hast hier drin nichts zu suchen. Ich glaube, ich spinne. Hau bloß ab, ey. Mein Gott. Der hat den... Weg. Hau ab, jetzt. Oh, ist der doof, ey. Gott. Hm.
Komm jetzt, er findet den Weg wieder nicht. Mein Gott, was hast du denn jetzt für Probleme? Find doch deinen Weg, der ist doch da. Das ist ja ätzend, ey. Mein Gott. Ja, er kann da nicht rüber, ich sehe es, okay. Muss ich ihm helfen? Du hast hier nichts zu suchen, Kumpel. Blockierst alles. Hier ist Tabu. So, hier kannst du aber annehmen, dass hier nur Ausgang ist. So, und hier machen wir es dicht. Keine Chance. Ich hoffe, dass es sich jetzt wieder einpendelt und der sich ein bisschen beruhigt. Und der geht raus, der andere geht rein. Und dass hier mehr Leute ankommen, das ist so ultra wichtig. Jetzt hat der hier ein Problem. Guckt euch das mal an. Die sind so... Ach, echt. Und fahr. Chain-Signal eigentlich. Okay, jetzt sollte es sich aber ja wirklich eingepasst haben. Gebäude brennen, mal wieder, hey. Wenn nicht, reiße ich das gleich nochmal ab da. Ja, das ärgert mich, dass das hier so doof ist. Ich hätte es wirklich gerne hier vorne gehabt. Kriegen wir das nicht irgendwie hin hier? Nee, da will er echt nicht. Speichere erstmal kurz. So, okay, haben wir. Es muss doch möglich sein, das hier irgendwie hinzubasteln. Da will er echt nicht, ne? Da hat er echt ein Problem mit. Kommt er nicht mit klar. Ah, ist das ärgerlich. Zu scharfe Kurve. Tatsächlich, also da ist nichts zu machen. Ist das ärgerlich. Und dann nochmal umbauen hier, eventuell nochmal weiter runter. Vielleicht können wir noch ein bisschen was machen. Aber... Das ist jetzt wieder eine Umbaumaßnahme, die wir uns eigentlich, die ich mir am liebsten ersparen würde. Aber ich muss das hier irgendwie noch besser hinkriegen. Das ist mir zu weit vorne. So. Gucken wir mal, ob wir irgendwie das jetzt hier nochmal gewurschtelt bekommen. Okay, da wird es... Warte mal kurz. Dann machen wir mal Nägel mit Köpfen. Da können wir die hinsetzen. Kein Problem. Das heißt, alles, was wir davor machen, ist in Ordnung. Komm. Ah, komm schon. Das geht. Okay, das ist mir hier zu... Komm. Ja, das ist gut, das geht.
Das bedeutet, wir nehmen das nochmal raus. Und wurschteln das nochmal richtig dran. So. Na komm. Chain. Raus. Weg, weg. Alles klar, mach mal. Jetzt sollte es besser sein. Ja, der hat gerade noch ein bisschen Probleme. Müsste sich aber fangen. Ja, der fängt sich sehr gut. Okay, das klappt jetzt wieder. Problem gelöst. Bleibt nur das Thema mit der Straße. Ja, und das haben wir schon fast gedacht, ne? Ah, Mann. Okay, so würde gehen. Nicht die schönste Lösung, aber es funktioniert. So, okay, damit du da rankommst. Und zur Not auch da rankommst, machen wir es mal so. Alles klar, macht mal. Du musst warten. Du fährst. Links rein, perfekt. Sehr gut, das klappt, das ist gut. So, jetzt will ich mal ganz kurz mal einen kleinen Check-up machen. Wie sieht es hier eigentlich hier hinten aus? Der fährt gerade halt. Was hast du denn dabei? 0 Tonnen Pflanzen. Fahrzeug transportiert. Okay, doch. Ein bisschen ist hier. So, ne, doch eigentlich müssten die doch alle loseiern. Müsste doch eigentlich mehr gefüllt sein. Warum fährst du nicht los? Automatikmodus, ja. Hey, jetzt kommt der und er fährt. Und der nimmt. Warum entlädt der denn? Ist der doof? Hallo, du sollst doch nicht hier entladen. Moment, irgendwas ist hier nicht ganz korrekt. Oh, Colter Farm. 2. Beladen. Nur Pflanzen. Entladen nur dort. Nur Pflanzen. Okay, jetzt fahren die anderen los. Okay, werden voll gemacht. Und jetzt... Das müssen wir ja mal ganz kurz verfolgen. Wie die das jetzt hier managen. Ob die das jetzt entladen? Wo ist er? Das ist der hier. Okay, er entlädt. Okay, das klappt anscheinend jetzt. Okay. Sehr schön. So, hier ist auch nicht viel drin. Es dauert echt elendig lange, bis was passiert, ne? Aber gut, es klappt jetzt mittlerweile. Das ist gut. Und damit, liebe Freunde, kann ich mich getrost für heute verabschieden.
hinterlasst, wie gesagt, ein Däumchen, wenn ihr es gut gefunden habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed.